Einen schönen guten Tag. Ich habe einen ganz tollen Straßenbesen. Den muss ich noch zusammenbauen. Ich habe ihn jetzt erstmal so provisorisch hier hingepackt, um den vorstellen zu können. Der bringt erstmal schon, das finde ich ganz toll, zwei Aufsätze mit. Also ein Ersatzbesen ist mit dabei. Der wird hier aufgeschraubt und hat schöne feste Borsten. Vorne sind sie so ein bisschen spröde, damit sie besser fegen. Und nach hinten hin sind sie natürlich fester, glatter. Aber sehr schön hart, sehr schön kräftig, toll zum Fegen. Hat so eine bisschen konische Form von einer Seite zur anderen. Ich muss das so rumhalten, so sieht man es wahrscheinlich besser im Ganzen. Und ja, solche flachen Besen hatte ich schon, aber mit einer geraden Form, die sahen mehr so aus wie diese, ja, die hat eine Optik wie diese Strohbesen, so ein bisschen. Und die habe ich unheimlich gerne genommen. Aber mit der Zeit, ich habe die schon ein paar Jahre, sind hier diese Stiebe, diese Stiele, ja, schweres Wort, Stiele, die sind rausgebrochen, weggerostet und deshalb habe ich mich nach was Neuem umgesehen. Hier ist das Rohr dazu. Der Stiel. So, dieses Teil schraubt man hier rein. Habe ich es jetzt richtig? Ach ja, ich gucke wieder durch die Kamera und habe da nicht das Gefühl dafür beim Draufschauen. Ich glaube, ich habe auch das falsche Teil. Nee. Das hier muss es sein. Ja, das kommt hier rauf. Okay, jetzt greift auch was. Nee, dachte ich jedenfalls. Ja, das ist der Vorführeffekt, dann geht wieder gar nichts. Hatte ich am Ende doch das Richtige zuerst. Man muss ein bisschen kräftig drücken, damit das greift, damit das fasst. Und ich fasse hier gar nichts. Ich fasse es nicht. Das will nicht richtig greifen. Ist ein bisschen schwer. Ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich, also man muss kräftig reindrücken, damit es überhaupt erstmal greift. Aber ihr seht, es kommt schon dichter zusammen und ich bin gleich fertig. Also man kriegt das auch mit der Hand gedreht. Aber, oh, das war jetzt aber richtig schwer. Gut, aber gut zu wissen, dass es geht. Ja, so, dann muss hier natürlich solch Teil ran. Ich denke mal, das kommt dann hier ran. Wird hier raufgeschraubt. Das geht schon leichter. Das greift schon, ich merke es. So, und jetzt wird es eng bei mir. Als nächstes müsste dieses Teil kommen hier, das mit dem Griff dran. Das hat einen schönen Gummigriff, so einen schönen weichen. Das finde ich ganz toll. Sowas hatte mein alter Besenschirm, wollte ich jetzt sagen. Mein alter Besen natürlich auch nicht. Das ist richtig schön weich. Fühlt sich sehr gut an. So, und zum Schluss kommt jetzt diese Aufhängung, dieser Stab ran. Der wird auch noch raufgeschraubt. Greift auch ganz leicht. Das war wirklich bloß am Besenteil, wo es so schwer ging. So, und jetzt habe ich einen super schönen Besen, der richtig schön lang ist. Aber ich glaube, den kriege ich nicht rauf, auch wenn ich den jetzt hochhalte bis an die Decke. Da, 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 da. Und da kommt das Besenteil. Ja, der hat eine stattliche Höhe. Ich mache nachher noch ein Gesamtfoto davon. Auf die Kamera kriege ich es nicht rauf. Wenn ich daneben stehe, also. Ich muss ihn schräg halten, damit ich das und damit gut arbeiten kann. Ich kann aber arbeiten, ohne mich zu bücken. Ganz tolle Sache. Ich halte mal kurz den Zollstock ran, wie lang das ist. Vom Besen unten, von den Borsten angefangen bis nach oben, finde ich, der hat eine schöne Höhe. 1,45 Meter. 1,45 Meter ist der hoch. Also der reicht mir fast bis zur Nasenspitze. Aber wenn ich damit fege, halte ich ihn ja schräg. Und vor allem, ich kann so schön mit den Kanten, mit den Seitenkanten, ich hole ihn nochmal hoch, mit den Seitenkanten, hier kann ich so schön in die Ecken rein. Und ja, das macht total Spaß, mit sowas zu fegen. Die sind wirklich schön. Ich hätte das anfangs nie für möglich gehalten. Aber der hier, ich muss es zugeben, ist schon eine viel stabilere Ausführung. Ich hatte Schwierigkeiten, das hier reinzukriegen. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber dafür hält das umso fester. Das ist richtig schön. Ja, da dreht sich nichts mit, wenn ich mitfege. Ich finde ihn toll. Ich empfehle ihn sehr gerne weiter. Das ist eine wirklich wertige Sache.
Und der Preis 22,99 €, ja, ist dieser Qualität auch durchaus angemessen. Ich kann das nicht anders bewerten. Ich finde, der Preis passt zum Produkt. Der, den ich vorher hatte, war nicht ganz so teuer, aber kam dem ziemlich nah, hatte allerdings keinen Ersatzbesen beigehabt und der war natürlich auch nicht so stabil gearbeitet. Der war viel weicher, viel leichter und bricht auch dementsprechend schneller weg. Hier erkenne ich schon eine Qualität, die den Preis rechtfertigt. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, bleibt schön gesund und habt herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!